Ach, alles, was du hier so an Zutaten hast, das wird doch gerade mal gekauft. Egal, ob wir es brauchen oder nicht. dafür kriegst du die hier. Verkaufen wir mal die unnötigen Schriftrollen. Die sind bei Nutzgegenständen. Spinnennetz. Die hier. Schriftrolle des Schutzes. Athletik brauchen wir auch nicht unbedingt. Überleben auch nicht. Wissen, nee. Angst, Exorzismus, darauf werden wir gleich gefiert. Und die hier. Warum haben wir Krank der kleinen Ausdauer, Duplikat des Zauberers da drin? Egal, handeln. So. Nein, es wurde alles bei Eda abgelegt. Okay. Diesen Ring. Wen könnten wir diesen Ring geben? Eigentlich fast schon Palegina und dafür nehmen wir ihr Freiheitsstich sicher. Ach so, Schadensreduktion. Der ist wertvoll. Nehmen wir ihr den mal weg, dafür kriegt sie den hier. Das ist eigentlich auch einer der Gründe, warum Edda immer noch diese Rüstung trägt. Die könnte ich mal vielleicht außergewöhnlich machen. Dafür brauche ich einen Saphir und ein Vitrakirn. Okay. So, und Durels kriegt dann Tapferkeit, Willens. Ach ja. Reflexe werden schon dadurch gesteigert. Heilungsbonus aber. Oder bringt dir der was? Gucken wir mal kurz. Ja, steigert sich zwar nur um 3. Wegen den Schuhen. Okay, dann kriegst du den mal. Feenläufer. Verteidigung gegen gelebt, humpelt, angreifen. Bringen dir die was? Ja, die bringen dir was. Okay, dann kriegst du halt die da. So. Bisschen Micromanagement, damit es besser läuft. Und dann gehen wir mal hier rein. Und ja, ich merke gerade, ich trödle ein bisschen, deswegen machen wir schnell. Gehen dann gleich nach dem. Hier liegt noch was rum. Geld. Warum liegt hier noch Geld rum? Okay, hier sind valianische Soldaten überall. Hier ist niemand mehr und hier ist auch niemand mehr. Also sind nur noch valianische Soldaten, die die Vorräte bewachen. Wahrscheinlich ist noch kein neuer Vertreter eingesetzt worden, der sich um das Kontor kümmert. Nachdem der andere die Hosen voll gekriegt hat. Ah ja. Okay. Das heißt, auf zum Leuchtturm. Alle Docks will ich ja. Zum Leuchtturm geht es da unten lang, ja. Das finde ich übrigens immer noch cool, wie sie das zweite Stockwerk dieses Hauses hier zu einem Steg umfunktioniert haben, nachdem alles unter Wasser gesetzt wurde. Und auch hier geht überall Adra entlang. Das Volk ist eigentlich so saumäßig wertvoll. Und gibt es hier zu Massen. God's keep you. Okay, der hat nichts zu sagen. Dann machen wir mal Schnellgang jetzt. Turbo-Modus in den Leuchtturm. So. Das dauert jetzt wieder ein bisschen.
Ja. Also hier unten sieht immer noch alles normal aus. Nur, dass die ein paar Gemeine und Matrosen verletzt sind. Ein Gemeiner, der kocht. Hey Nia, wie geht's dir so? Na, was sagst du, was ich daraus gemacht habe? Sie wischt sich die Hände an ihrer Kleidung ab. Die Silber sind noch im Bau, aber ich kann dir was zu essen und zu trinken anbieten. Nicht wirklich. Ah, doch, wir können Reis kaufen, Milch, Käse, Obst und Kakao. So. Weil den Rest, den können wir uns dann selber herstellen. Also Perlholzhuhn und so weiter. Und ich sollte hätte wirklich bei den Gasthäusern mal drauf achten sollen. Nein, das wollte ich nicht. Das Spiel trollt mich. Dann mache ich es eben hier so. Hier scrollt es nicht. Gut. Das heißt, oben ist noch alles im Bau. Oh nein, ich gucke jetzt nicht hoch. Ich verschwende nicht noch mehr Zeit. Wobei ich es echt cool finde, wie lange das Projekt schon geht. Ich habe nämlich so das Gefühl, das geht länger als Baldur's Gate. Und Baldur's Gate war ja schon 270 Folgen genau. Wenn man das Charaktererstellungsvideo weglässt, natürlich. So. Das heißt, ihr rennt jetzt mal alle hier oben hin. Dann gucke ich ganz schnell in den Erbhügel. Und dann ins Urfeuer. Jo, und wie sie rennen. So. Erbhügel. Also im Geschenk hat sie nicht wirklich was getan. Justiziar, okay. Nein, der Erbhügel ist aber doch tot. Okay. Da brauche ich gar nicht mehr lange gucken. How do you do? Ah, ich sehe, hat der Ergestank dich noch nicht verjagt. Wie ich sehe, okay. Also ab zum Urfeuer. Dort haben wir ja nur drei Orte, die wir schnell abklappern können. Wobei ich wahrscheinlich glaube, dass wir nicht in den Herzogspalast mehr reingelassen werden. Obwohl doch, da müssen wir reingelassen werden. Ich gehe erst in die, je nachdem wo ich rauskomme, erst in die Valianische Botschaft in den Herzogspalast und zuletzt in die Trutzbucht. In die Schmelztiegelburg. Segane, what is it like not to see your children for so long? I imagine it must be difficult. Even in Masuk, I'm on the hunt more than at home. But 5 years, it's been a strain. Then to your good fortune. Ado Vidorio. May you see them all again soon. Okay, das ist mal etwas Ernsteres und nicht so Kindisches gewesen. Dass Palegina Sagani viel Glück wünscht, dass sie wieder bald wieder nach Hause kommt zu ihrer Familie. In anderen Rollenspielen sind ja solche Dialoge meistens nur Unfug. Ich nenne jetzt keine Namen. Aber doch, hier bin ich ganz froh drüber, dass sie auch mal solche Sachen ansprechen. Du benötigst den passenden Schlüssel dafür. Hier ist nichts. Was hat sie uns zu sagen? Unglaublich, dass der Mob hier nicht alles zerstört hat. Jetzt, wo Duke Eva fort ist, steht uns jede Menge Arbeit bevor.
Ja, da sagst du was. Fürger. Good day, Stranger. Ihre Haare sind ungekämmt und ihre Augen sind von Schlafmangel eingesunken. Ich fürchte, wir haben keine Binden und Salben mehr, doch die Türen stehen weiterhin jedem offen, der Rat oder Zuflucht sucht. Zeige den brennenden Stein. Ich bin eigenhändig nach Feuerfälle gereist und das hier habe ich dort gefunden. Sie nimmt den Stein in die Hände und schnappt nach Luft. Bei der Flamme, weißt du, was das ist? Du hast einen Gegenstand verloren, Flammenstein. Das ist ein Fragment der Götterhammerbombe. Ja, sie drehte es in den Händen. Jene Waffe, bei deren Herrschung Magan persönlich half, um Weitwin im Krieg des Heiligen zu besiegen. Sie drehte den Stein in den Händen und starrt in das helle Glühen. Es ist seltsam, ihn so vor einem zu sehen. Davor waren es nur Geschichten. Es wirkte nie wirklich real. Sie runzelt die Stirn, während das orangefarbene Licht tiefe Schatten in ihr Gesicht gräbt. Wieso fühle ich mich also nicht anders? Welchen Nutzen hat es? Ihre Fingerknöchel werden weiß, als sie ihre Finger um den Stein schließt. Du hältst einen Teil einer Waffe, die von einem Gott entworfen wurde. Allein die Existenz einer solchen Sache sollte dich mit Ehrfurcht erfüllen. Magan ist die Göttin der Prüfung und trotzdem schickst du mich, um die Vision zu verfolgen, die sie dir gesendet hat. Du hast dich gerade selbst als ungläubig erwiesen. Sie vertraute den Götterhammer ihren Anhängern an. Vielleicht betraut sie es erneut, damit dem Vermächtnis ein Ende zu setzen. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Das Oberste klingt ziemlich Paladin-mäßig. Das in der Mitte klingt zu harsch. Das würde eher Durenz sagen. Und wir sind nicht Durenz, wir sind Hagrim. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Nein, Hagrim hat immer was zu sagen. Also bleibt eigentlich nur das Dritte. Auch wenn das auch nicht so sehr nach Hagrim klingt. Aber Hagrim ist ein Ranger, der macht manchmal auch gerne den Leuten ein bisschen Mut. Also ja. Transformation durch Prüfung. Sie dreht den Stein in den Händen. Wir sind in den letzten Tagen Zeugen geworden, wie das beginnt. Diese Frau hat es nicht einmal versucht. Ach, wären wir doch allein. Ich würde für eine wahre Transformation sorgen. Nein, du rennst aus. Genau das habe ich gerade gemeint. Während sie auf den Altar blickt, entspringt eine Flamme dessen Oberfläche. Eines der Dinge, das ich schon immer an Magan liebte, ist ihre Affinität zu Feuer. Wie es wächst und sich verbreitet. Die Scheiterhaufen hinter dem Altar lodern ebenfalls mit Leben. Du hast mir gegeben, was ich brauche. Ich werde sicherstellen, dass die Menschen von Trutzbruch die Unterstützung bekommen, die sie brauchen. Nun lass mich dir etwas geben, das du vielleicht brauchen könntest. Sie verschwindet und kehrt schnell wieder zurück mit etwas in den Händen. Eine Waffe, die Göttin selbst würdig ist. Bitte nimm sie als Dank für deine Dienste für Magran und für mich. Na dann leb wohl. Und wir kriegen Unvergehen, einen bösen Flegel. Na, nur leider benutzt von uns keiner Flegel. Sehr schön. Gut. Oh, die Zutaten, die können wir wegpacken. Warum auch immer die bei Sagani gelandet sind. Und hier erscheinen sie gar nicht. Die werden wahrscheinlich hier unter Nutzgegenstände genau abgesetzt. Dann können wir mal kurz gucken, was können wir so alles herstellen. Bauernaufstrich. Perlholzhuhn könnten wir jetzt 2 Stück machen. So. Dunkrinderbraten könnten wir auch noch 2 Stück machen. Wir könnten dunkle Rautai-Pasteten machen. Dunkrinderbraten hätten wir noch 2 Stück. Blaskon. Rautai Süßpastete könnten wir 2 machen. Xi Mantel Reispfanne. Ne, machen wir nochmal 2 Dunkrinderbraten. So. Herzhafte Pastete. Dunkle Rautai Kekse. Oder Rautai Süßpastete. Max Ausdauer, Gewandtheit. Das wäre gar nicht mal so schlecht. Bauernaufstrich.